Hallo und herzlich willkommen zum 7. Sprintcast. Unter anderem diese Wärmebildkamera wird heute eine Rolle spielen, denn bei uns geht es heute um die Messtechnik. Mit ihr können die Ursachen von Feuchteschäden lokalisiert gefunden werden und dafür werden diese Wärmebildkameras eingesetzt. Warum, Herr Otterbach? Ja, die Wärmebildkamera wird bei uns eingesetzt, um warmwasserführende Leitungen sichtbar zu machen und so Leckagen zu finden. Das logistische Zentrum der Messtechnik befindet sich hier in Köln. Ansonsten sind Ihre Mitarbeiter aber ganz Deutschland verteilt. Warum ist das so? Das liegt daran, damit die Kollegen näher beim Kunden sind und so die Reaktionszeiten kurz gehalten werden können. Diese Kamera gehört zu Ihrer Ausrüstung, wenn Sie zum Kunden fahren. Was Sie genau damit tun, das gucken wir uns jetzt mal an. Wassermarsch. Das hier ist eine handelsübliche Warmwasserleitung. Die sehe ich. Und hier verschwindet sie in der Wand. Und dann verließen Sie ihn. Die Leitung ist weg, Herr Otterbach. Sie müssen uns helfen. Geben Sie uns einen Tipp, eine Idee, wo läuft die Leitung lang? Wissen Sie es? Ja, wenn Sie hier mal schauen, machen wir mit der Wärmebildkamera die unter Putz verlegte Warmwasserleitung sichtbar. Das heißt, da wo es rot ist, das ist die Warmwasserleitung? Genau, richtig. Wie würde es aussehen, wenn es eine Leckage gäbe, also wenn es da ein Problem gäbe, wenn Wasser austreten würde? Da würde sich im Leitungsverlauf ein See bilden, wo man dann sagen könnte, hier tritt warmes Wasser aus. Das wäre dann ganz deutlich, oder? Das wäre auch ganz deutlich, ja. Das ist eines von vielen Messverfahren, die Sprint einsetzt. Was benutzen Sie als allererstes, wenn Sie so schnell wie möglich am Einsatzort sind? Am Anfang einer jeden Leckortung steht eigentlich der Einsatz des Feuchtemessgerätes. Damit beginnt alles. Können wir uns dieses Messverfahren auch mal angucken? Können Sie uns das zeigen? Ja, sicher. Dann machen wir das jetzt. Das hier ist das Feuchtigkeitsmessgerät und Sie müssen uns jetzt zeigen, wie es geht. Die Feuchtigkeitsmessung basiert auf der Widerstandsmessung. Mhm. Wir messen uns hier die Bereiche und die Werte, die man ablesen kann. Niedrig ist trocken. Je höher die Werte werden, wird es nass. Und so werden die Leckagen im Vorfeld eingegrenzt. Mhm. Leckagen sind oftmals kleinste Schäden, die riesengroße Folgen haben können. Herr Otterbach, geben Sie uns mal ein Beispiel. Wie viel Wasser kann da im Schadensfall austreten? Stellen Sie es vor, aus einer stecknadelgroßen Leckstelle bei 5 Bar Leitungsdruck treten am Tag ca. 480 Liter Wasser aus. Und das ist ja wirklich nur ein Mini-Loch, ne? Ja, sicher. 480 Liter, jetzt gucken wir mal, ob ich in Mathematik aufgepasst habe, macht 48 10-Liter-Eimer voll mit Wasser. Ein Hammer, oder? Ja. Um das nochmal klar zu machen, das ist die Menge an Wasser, die an einem Tag austritt bei einer Leckage, die gerade mal so groß ist wie die Spitze dieser Stecknadel. Ja. Sie mit Ihren Kollegen, mit den Mitarbeitern können noch weit mehr, Sie können noch viel genauer messen. Wie genau? Ja, die Kollegen der Messtechnik schaffen es, Leckstellen zu finden, die ungefähr 100 Mal kleiner sind als dieser Stecknadelkopf. Wie machen Sie das dann? Mit welchem Messverfahren? Zum Beispiel mit elektroakustischer Ortung. Es geht um dieses Messinstrument. Die Elektroakustik besteht aus Kopfhörer, Empfänger und Hochleistungsmikrofon. Damit können die Sprintexperten Fließgeräusche hören. Am lautesten ist es dort, wo das Wasser austritt, also dort, wo sich der Schaden befindet. Das da eben, das war Hören. Jetzt geht's ums Sehen. Die Videoendoskopie kannte ich bislang nur aus Agentenfilmen oder vom Arzt. Gibt's aber auch bei Sprint. Herr Otterbach, das müssen Sie mir erklären. Ich komme mal rüber. Haben Sie mich da jetzt wirklich gesehen eben? Ja. In Schwarz-Weiß oder in Farbe? In Farbe. Wow. Wann setzen Sie die Endoskopie ein? Wie Sie hier zum Beispiel sehen, begutachten wir natürlich auch die Abwasserleitungen von innen, um eventuelle Schäden aufzudecken, wie zum Beispiel rausgerutschte Muffen, schiefhängende Rollringe, Risse etc. Und am Ende oder am Anfang, immer wie man am sieht, Anfang müsste sich eine Kamera befinden, da ist sie. Sie können das mit diesem Joystick steuern, beliebig, damit ich alle Rohrwandungen sehen kann. Jetzt haben wir insgesamt in den letzten Minuten 4 verschiedene Verfahren kennengelernt. Welches ist das Beste? Es gibt kein bestes Verfahren. Nur die Summe aller Verfahren führt zum Ziel. Das heißt, einer alleine geht gar nicht? Nein, einer alleine geht nicht. Kommt immer auf den Schaden an und alle Messgeräte werden fallbezogen eingesetzt.
Und diese ganze Ausrüstung, die Sie mit sich führen, das Equipment, das bündeln Sie und transportieren Sie in einem ganz speziellen Fahrzeug. Und das zeigen wir Ihnen zum Schluss. Also ganz ehrlich, von außen sieht er aus wie ein kleiner Lieferwagen. Was ist denn jetzt das Besondere? Dann lassen Sie sich mal überraschen. So geht's los. Wir sehen hier ein komplett eingerichtetes Büro mit Laptop, Drucker. Die Berichte werden direkt beim Kunden geschrieben und sofort ausgedruckt. Alles, was Sie brauchen vor Ort? Jawohl. Okay, Überraschung geglückt. Und da geht die Überraschung weiter? Das zeige ich Ihnen jetzt. Gucken wir mal. Und das war wirklich da alles drin? Ja, sicher. Was ist das alles? Ja, das ist das Equipment, was jeder Messtechniker an Bord hat. Egal wo in Deutschland, egal jeder wo in Deutschland. Messtechniker von Sprint hat genau das in seinem Auto. Korrekt. Was hat das für einen Wert? Was kostet sowas? Der Wert liegt so bei 60.000 bis 70.000 Euro. Ohne Auto? Ohne Auto. Und ich schlussfolger mal, das muss auch wieder rein. Selbstverständlich. Ich helfe Ihnen. Ja, sehr nett. Ja, dann machen wir das. Sie wissen wie? Ja. Ja. Dann sagen Sie mal, los. Los geht's. Dankeschön. Oh, ja. Da weißt du aber auch, was du getan hast. Ja. Wir können zusammenfassen, feuchte Schäden können richtig ärgerlich sein, können vor allem richtig teuer werden, ja, wenn du keinen Experten an deiner Seite hast. Sprint ist so ein Experte. Auf jeden Fall. Vielen Dank, dass Sie uns das alles so näher gebracht haben. Bitte, bitte. Und wenn Sie noch weitere Informationen haben wollen, rund um die Messtechnik, überhaupt gar kein Problem. www.sprint.de. Gibt es weitere Informationen. Danke, danke an Sie und bis zum nächsten Sprintcast.